Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warntest. Wir probieren heute die Canon HF10 aus, eine High-Definition-Videokamera, die nur eingebauten Flash-Speicher besitzt, keinerlei Bänder braucht und dergleichen. Und darum spielen wir heute mal Tourist und gehen mal da hoch. Ja, die Kamera liegt gut in der Hand. Sie wiegt ungefähr 400 Gramm, passt durchaus in meine Jackentasche. Sie besitzt einen 2,7 Zoll Bildschirm und die meisten Funktionen der Kamera werden auch über Knöpfe am Rande dieses Bildschirms gesteuert. Das ist nicht immer praktisch, weil die rechte Hand natürlich dadurch belegt ist, dass sie schon die Kamera halten muss. Und mit links durch ein Menü zu scrollen, ist halt doch nicht jedermanns Sache. Den internen Speicher des Geräts auf die 16 GB der HF10 passe ungefähr 2 Stunden hochauflösender Film in bester Qualität. Schwachstelle ist hier in dem Fall eher der Akku, der selbst im voll aufgeladenen Zustand und bei sparsamem Einsatz der Videoleuchte kaum über eine Stunde hält. Man kann zwar einen zweiten Akku kaufen, auch einen größeren, allerdings ragt er dann hier wie so eine kleine Warze hinten vor und verschandelt das doch recht elegante Äußere des Geräts. Wir haben gerade die Filme von der Kamera auf einen doch recht flotten Laptop geladen und ich muss sagen, als Besitzer der HF10 muss man schon wissen, dass man einen sehr schnellen Computer dazu benötigt. Selbst auf diesem wirklich zeitgemäßen Notebook von Asus, ein M70 mit Full HD Bildschirm, voller Speicheraufrüstung und allem drum und dran, selbst da ruckeln die Bilder zumindest in der mitgelieferten Software von Canon doch erheblich, also die Autos hüpfen nur so vorwärts statt zu fahren. Ändert sich natürlich, wenn man die Filme dann wieder auf normales PAL-Format herunterrechnet, aber man will ja eben gerade High-Definition-Filme von einer High-Definition-Kamera behalten.